Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen 3 Uhr nachts Video. Und ich habe, um ehrlich zu sein, ein bisschen Angst, weil ich habe keine Ahnung, was uns heute erwarten wird. Oder vielleicht habe ich Glück und es ist einfach nichts. Auf jeden Fall, falls ihr mein Video gesehen habt, wo ich diese komischen Elsa-Spiele gespielt habe, die dezent verstörend waren, dann wisst ihr, was passiert ist, Leute. Und falls ihr es noch nicht gesehen habt, Elsa hat mich angeschrieben über WhatsApp. Ja, diese verfluchte Elsa-Nummer. Und ich habe keine Ahnung, woher sie zum Geier weiß, dass ich irgendwie diese Spiele gespielt habe. Aber sie hat sich anscheinend total angegriffen gefühlt, war extrem sauer und hat einfach mal unter dem Sofa diese komische Olaf-Nase voller rotes Zeug hinterlassen, Leute. Was ist das? Ich habe Angst bekommen. Und Moment, ich zeige euch die mal eben. Die hier. Ich habe keine Ahnung, was das Zeug da dran ist, aber es sieht gar nicht gut aus. Und das lag einfach mal unter dem Sofa. Ich weiß nicht, wie sie das hinbekommen hat. Sie muss einfach mal schon vorher hier drin gewesen sein irgendwie. Also ich glaube, ich bin nicht alleine damit, wenn ich denke, Zufall. Ich glaube nicht, weil wie hat sie das hinbekommen? Sie muss doch bestimmt schon vorher hier drin gewesen sein. Vielleicht hat sie mich beobachtet, ich weiß es nicht. Aber wie hat sie es hinbekommen? Jedenfalls wollten so viele von euch so unbedingt auf den Dachboden gehen und schauen, ob ich das finden kann, was mal auf der Karte eingezeichnet wurde. Da war ja so ein X irgendwie auf dem Dachboden am Schornstein. Meinten zumindest super viele von euch. Deswegen schauen wir heute einfach mal um Punkt 3 Uhr dort oben nach und... ich hoffe einfach nur, dass ich nichts finde, Leute. Ich weiß wirklich nicht, ob da noch was liegt oder so. Und wenn überhaupt, was könnte es sein? Und Leute, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Ich brauche ein bisschen virtuellen Mut hier. Also so im Nachhinein zumindest. Lasst einen Daumen nach oben da. Finden wir 30.000 und die hoffen, dass wir irgendwie Olaf retten können vor Elsa. Also Leute, ich brauche ein bisschen Hoffnung und Mut hier. Wirklich. Springt den Daumen nach oben. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich. Ich habe Angst. Ich habe echt Angst. Was ist, wenn sie da oben auf einmal aufkreuzt? Ich traue ihr alles zu. Oh mein Gott, Leute, es ist 3 Uhr. Auf zum Dachboden, yay. Okay. Aber vielleicht ist er ja nichts. Ich hoffe ja. Ich hoffe, dass es jetzt einfach nur umsonst war. Was könnte da sein? Ich weiß echt nicht, die hinterlässt doch nicht einen Schatz oder so. Okay, das ist der dunkle Keller. Wenn ihr euch noch erinnert, hat sich nichts geändert. Oder der helle. Ich schaue jetzt mal da. Ich weiß noch nicht mal, ist das ein Schornstein? Ich weiß es nicht. Jetzt mal hier rein. Aber es muss ja Dachboden sein. Ihr meintet das zumindest alle. Mein Gott, das ist auch total Schrott. Oh mein Gott, ist das creepy, Leute. Ich schwöre, diese Stühle, ne? Die verändern sich immer. Und die stehen so komisch. Das ist nicht mehr normal. Was ist das gruselig? Kann ich hier Licht anmachen. Voll gebückt durch die Wäsche hier. Also hier ist auf jeden Fall nichts. Wo ist denn... oh, Leute. Seht ihr das, was ich sehe? Da, wo der Schornstein ist. Oh mein Gott. Hier steht ein Geschenk. Wie lange stand das hier? Wer hat das hier hingelegt? Ist das von Elsa? Ich meine, es ist blau. No way. Lag hier jetzt die ganze Zeit das Geschenk? Oder ist es jetzt erst seit kurzem, weil... Elsa hatte ja geschrieben. Das ist ihre Farbe. Es muss von ihr sein. Und das ist am Schornstein. Das muss das sein. Ich öffne das jetzt mal. 1, 2. Oh mein Gott. Oh. Was ist das? Sag mir nicht, das ist das, was ich denke. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da steht irgendwas. Und das ist ein Teil von der Krone, oder? Was ist das? Ist das Krone oder... what the? Was ist bitte passiert? Was ist los mit dir? Was steht da? Entscheide weise. Willst du für einen Tag meine Eiskraft, dann finde den zweiten Teil meiner Krone. Was? Ey, das klingt nach einer Falle, Leute. Ich glaub ihr kein Wort. Oder rette Olaf. Was? Und finde sein Herz. Oh mein Gott. Klingt das schon gruselig. Und nutze dafür die Karte und geh in den dunklen Wald? Ey, nee, ne? Was ist das denn für eine Auswahl? Ja, du hast die Wahl. Toll. Was steht da unten? Elsa. Ich glaub ihr kein Stück, dass sie jemals ihre Eiskraft eingeben würde. Und wie zum Teufel soll das funktionieren? Wie? Und rette Olaf und finde sein Herz? In den dunklen Wald? Was, warte, ist das die Karte oder was? Ey, die lockt mich schon wieder dahin, wo... warte, was ist das? X.
Da ist das Herz oder was? Ey, die lockt mich schon wieder in diesen komischen dunklen Wald. Kann man ihr trauen? Ich weiß nicht. Bei keinem von beiden kann man ihr eigentlich trauen. Oder den zweiten Teil ihrer Krone? Wahrscheinlich will sie selber nur an die Krone und die vervollständigen. Also ihr könnt mitentscheiden unten in den Kommentaren. Würdet ihr euch für die Eiskraft entscheiden und dafür Olaf verlieren? Oder würdet ihr Olaf retten? Aber ich bin echt misstrauisch, Leute. Aber das heißt, wo ich muss dahin. Mir bleibt ja nichts anderes übrig. Was, wenn sie ja wieder rumlobert? Ich habe Angst, ich habe echt Angst. Ich werde das schnell durchziehen und gucken, ob ich das Herz finde. Und wenn nicht, dann gehe ich ganz schnell wieder nach Hause. Aber ich habe echt ein ungutes Gefühl dabei. Es ist so kalt. Es ist so richtig kalt. Ist das jetzt irgendwie Zufall, dass auch Elsa mich jetzt gerade rausschickt? Leute, ich habe Angst. Ich habe echt Angst, dahin zu gehen, Mann. Verdammt, ist das kalt, ey. Also hier geht's ja noch. Ich weiß, dass einige meinten, die haben irgendwie 50, 60 Zentimeter Schnee. Bei uns liegt so ein Zentimeter. Ja, aber ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich durch den ganzen Bereich da durchlaufen soll. Man muss echt aufpassen, hier ist verdammt glatt. Oder ob ich da hinten erstmal gucken sollte. Guck mal bitte, wie dunkel. Also der Schnee macht es so ein wenig heller, aber ich weiß nicht, ob ich da durch will. Verdammt kalt. Boah, Alter. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal hinten in dem hinteren Bereich schauen. Drück mir die Daumen, dass es der richtige Teil ist. Ich habe jetzt keine Lust, da komplett durchzulaufen. Ich laufe jetzt außen rum. Ich laufe da bestimmt nicht durch. Das sind so gruselige Ecken, Mann. Das glaubt ihr mir gar nicht. Das ist sowas von creepy. Und dann hört man so knacken. Und da denkt man sich so, werde ich jetzt verfolgt? Ist da jetzt jemand? Also da laufe ich bestimmt nicht lang. Ich hoffe so sehr, dass es richtig ist. Sind gleich da. Ich weiß nicht, wo hat sie überhaupt das X nochmal eingezeichnet? Das war irgendwie mittendrin, oder? Aber ich glaube, würde sich jemand nähern, dann würde ich das definitiv hören. Also sowas kann man nicht überhören. Ich habe nochmal diese eklige Karte rausgekramt. Doch, das muss genau in der Mitte sein. Und ist das hier das Haus oder was da eingezeichnet ist? Dann könnte das wirklich stimmen. Also ich laufe jetzt erstmal runter und dann gucke ich mal, was ist bei einem der Bäume? Weil hier stehen ja so Bäume rum. Das würde dann vielleicht Sinn machen. Oh, ey, creepy. Also ich laufe hier erstmal hier zu dem Baum. Der sieht mir ziemlich mittig aus, aber es könnte noch weiter sein. Liegt hier irgendwas Herzähnliches rum? Vielleicht ist hier bei dem Baum was. Oh mein Gott, ich will wirklich nicht lange hier rumlummern. Ey, wie soll ich ein Herz hier finden von Olaf? Ey, da kann ich ja 100 Jahre suchen, ehrlich. Oh mein Gott. Leute? Leute, leuchtet was. Da leuchtet was blau. In der Farbe von Elsa. Oh mein Gott, seht ihr das? Was ist das? Leute, hier leuchtet was. Leute, sie muss hier gewesen sein. Elsa muss hier gewesen sein. Seht ihr den Olaf? Wie sieht der denn aus? Das macht das Ganze irgendwie hier noch gruseliger. Soll es ein Valentinstag-Geschenk sein oder was ist das für ein kranker Mist? Ich schwöre, ne, wenn sie hier ist, ne, ich dreh durch. Die hat mich ja schon mal so umgehauen, wisst ihr noch? Das sieht mal sowas von gruselig aus. Das ist auf jeden Fall gar kein gutes Zeichen. Was ist das hier oben? Ist das eklig? Jetzt schauen wir mal rein. Eins, zwei, drei. Das Herz sieht ja auch ein bisschen kaputt aus. Was ist das? Ist ja mir nicht das irgendwie so rotes Zeug oder so. Leute, ein blauer Trank? Ey, sagt mir nicht, ich muss schon wieder irgendwie so einen komischen Elsa-Trank trinken. Auf gar keinen Fall, Leute. Ihr wisst, was das letzte Mal passiert ist. Leute, was soll ich mit dem blauen Trank machen? Vielleicht müssen wir den trinken, damit wir Olaf retten können. Aber was ist das für eine Potion? Es sieht irgendwie dunkler aus als das letzte Mal. Kann das sein? Ich werde jetzt keine Sekunde länger mehr hier verbringen. Aber ich weiß echt nicht, was ich damit machen soll. Trinken oder nicht. Aber das war mitten in Olafs Herz. Leute, ich gehe jetzt raus hier, ehrlich. Ich gehe jetzt direkt raus. Keine Lust, hier noch länger zu verbringen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich werde beobachtet. Ich weiß nicht, was Elsa damit gemacht hat, aber das ist so kalt. Das ist noch kälter als die Luft hier draußen. Ich habe noch nie so eine kalte Flasche in der Hand gehabt. Meine Finger tun so weh, wenn ich das anfasse. Also Leute, wenn ich das trinken soll, ich weiß ja nicht, ob das so kalt bleibt. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist überhaupt, ja? Dann lasst es mich mal in den Kommentaren wissen, um was das überhaupt für ein Trank sein könnte. Ich meine, das war mitten in dem angeblichen Herz von Olaf. Also ihr könnt gerne entscheiden, aber ich werde jetzt nach Hause gehen. Lasst es mich in den Kommentaren wissen und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video.